Willkommen zurück zur Demo. Wir spielen diesmal das Level Le Kitchen. Holt BTNX. Was ist denn BTNX? Okay, beim Kitchen dachte ich jetzt eigentlich, das würde vielleicht ein bisschen anders vom Look her aussehen. Aber das gibt's doch nicht. Ich muss einfach gucken, ob hier irgendwas ist. Ich bin mal gespannt, wie der Boss wird dann im nächsten Level. Den werde ich bestimmt verkacken. Okay, ich habe vielleicht gedacht, dass vielleicht auch ein paar Räume nicht so sichtbar sind. Mann, wie soll man denn die umgehen, ey? Okay, was? Ach, deswegen steht da Run. Okay. Na, darauf habe ich ja Bock. Achso, da geht er wieder rein. Okay. Das Menü, ich kann es leider nicht entziffern. Du hast dich bestimmt gewundert, warum ein Gefängnis so ein expensive, also eine teure Küche hat. Um, ja, gute Gerichte zu kochen. Warum solltest du als Krimineller kein gutes Essen haben wollen oder was weiß ich? So. Okay, wo kann ich mich dann? Hä? Achso, da ist ja... Zum Glück gibt es keinen Fallschaden.
Jetzt ist wenigstens das Level doch ein bisschen anders, als ich am Anfang dachte. What? Ach so. Ich hab so das dumme Gefühl, man darf da gar nicht eigentlich drauf. Wie gemein. Ich wusste doch, da kommt noch ein Bogenschütze. Zack. Zwei von zwei Geheimnissen, sehr schön. Sehr gut. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das hier eigentlich bewirkt. Das ist so der Grund, warum ich niemals Super Meat Boy spielen werde. Ich habe vermute mal links oben, das wird wieder ausfahren, ne? Okay, das haben wir auf jeden Fall schon mal besser gelöst als das vorige Level. Und dann bleibt jetzt bloß noch der Bosskampf über. Aber ich will jetzt eigentlich nochmal was gucken, weil hier kamen wir her. Nicht theoretisch. Kann auch wieder komplett zurücklaufen, das ist ja cool. Okay, hier ist schon mal nichts versteckt. Gut, dann gehen wir den Bosskampf in der nächsten Folge an. Spitze, bedanke mich. Bis denn.